Ich habe im letzten Video von zwei Konzepten geredet. Einmal von dem Konzept, dass man von innen nach außen leben soll und nicht von außen nach innen. Und zum anderen über das Konzept, dass man einen Samen sät und es eine Weile braucht, bis dieser, wie gesagt, sprießt. Man muss ihn pflegen, bis etwas daraus wird. Und ich gebe mal ein Beispiel. Wie oft haben wir es schon erlebt? Bestimmt jeder schon mal, dass man zum Beispiel mehr Sport machen will oder sich besser ernähren will. Und man war motiviert. Man hat gesagt, sich selbst gesagt, jetzt reicht's, oder hat ein Buch gelesen oder von einer neuen Diät oder Trainingsmethode gehört, oder man spricht sich mit seinem Kumpel ab und man will das gemeinsam durchziehen, und dann fängt man an. Und nach 3, 4 Wochen findet man sich da wieder, wo man hergekommen ist. Und man weiß gar nicht richtig, warum. Und die meisten von uns haben das bestimmt schon 10, 20 Mal erlebt. Immer wieder dasselbe. Da kommt eine Phase, wo man motiviert ist, was ändern will in seinem Leben. Und dann findet man sich ein paar Wochen später oder vielleicht einen Monat später wieder genau da, wo man war. Und manchmal ist es sogar noch schlimmer als vorher. Weil man, ja, dann, je öfter man wieder dahin zurückfällt, desto weniger glaubt man mehr an seine eigene Disziplin, an seinen eigenen Weg. Desto weniger denkt man vor allem, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. Desto mehr denkt man, ich bin einfach so, ich kann's nicht anders, ich bin eben dick, ich ernähre mich eben scheiße und sterb früh oder was auch immer, oder kriege irgendwann Herzkasper. Oder, also wie gesagt, man vertraut sich selbst immer weniger, und das macht auch sehr, sehr schwierig. Also das macht es viel, viel schwerer, dass andere Menschen einem vertrauen. Weil wenn man sich selbst nicht vertraut, dann können einem andere Menschen auch nicht vertrauen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und das wiederum, Vertrauen, ist die Grundvoraussetzung für echte, tiefgehende Beziehungen zu anderen Menschen. Und wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir endlich aus diesem Teufelskreis raus und können endlich mal Dinge, die wir anpacken wollen, auch durchziehen und Veränderungen herbeiführen? Man muss verstehen, dass unser, ich muss die Hand wechseln, dass unser Unterbewusstsein, also das tief drin, was quasi Dinge wahrnimmt, die wir nicht bewusst wahrnehmen, sondern das einfach Dinge speichert und gewisse Verhaltensweisen erlernt hat und für gut befunden hat. Wir haben zum Beispiel gelernt, mit einer gewissen Ernährungsweise zu leben. Wir haben gelernt, jeden Abend daheim vorm Fernseher zu sitzen. Und es hat funktioniert. Das heißt, diese Gewohnheit, diese Angewohnheit ist fest in uns verwurzelt. Man kann sich das ein bisschen wie so ein Schaubild vorstellen. Stellt euch mal vor, eure Motivation, euer bewusstes Gedächtnis ist so ein Motorboot auf so einem großen See. Und wenn ihr motiviert seid oder ein Buch lest oder was Neues hört oder jetzt endlich mal was ändern wollt, dann setzt ihr das Motorboot mit Full Speed in eine Richtung in Bewegung. Jetzt gibt es aber ein Problem. Das Motorboot ist per Seil mit einem U-Boot verbunden. Und das U-Boot ist euer Unterbewusstsein, eure tief verwurzelte Gewohnheit. Ist jetzt nicht psychologisch wissenschaftlich korrekt erklärt, aber ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und wenn ihr euer Unterbewusstsein da unten nicht überzeugt, dass das, was ihr euch da im Bewussten zusammengesponnen habt, wirklich funktioniert, solange vertraut das Unterbewusstsein euch nicht und das U-Boot bleibt einfach stehen und führt dazu, dass das Motorboot los will, aber festgehalten wird. Oder eine gewisse Zeit fahren kann und irgendwann spannt sich das Seil und dann ist wieder Schluss. Und wie können wir jetzt das Unterbewusstsein davon überzeugen, dass wir das, was wir tun wollen, dass das auch wirklich wertvoll für uns ist und dass es funktioniert? Ganz einfach, erstens, wir müssen erkennen, was wir wirklich wollen. Das ist der erste Schritt. Solange wir nicht wissen, was wir wollen, können wir überhaupt nicht irgendwie in eine Richtung losmarschieren und dann erwarten, dass unser Unterbewusstsein, dass das alles klappt. Also wir brauchen eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Rückhalt. Denn wenn wir wirklich wissen, was wir wollen, dann haben wir einen gewissen Wert dahinter. Und durch diesen Wert können wir eine gewisse Disziplin an den Tag legen, die unsere alltäglichen Gefühle und Stimmungsschwankungen überlagert. Das heißt, wir können
Der Wert ist wiegt schwerer als unsere tagtäglichen Gefühle sozusagen. Das heißt, wenn wir wissen, was wir machen wollen und haben einen tiefen Wert, wissen wirklich, dass es etwas Tiefes in uns ist, das wir tun wollen. Und wir wissen, dass wenn wir diese Aktion durchführen, diese Gewohnheit etablieren, dass wir dann diesem Wert entsprechen, dann haben wir eine Disziplin und können Dinge konsequent tun, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Und wenn wir das eine gewisse Zeit lang tun, diszipliniert, dann wird unser Unterbewusstsein irgendwann erkennen, aha, da scheint was dran zu sein und wird quasi mitlaufen mit dem Ganzen. Aber es braucht Zeit. Wie ich gesagt habe, mit diesem Samensäen, es muss wachsen, es muss gewässert werden. Das Problem mit diesen schnellen Entscheidungen, das Motorboot, wenn es losfährt, ist, dass das meistens oberflächliche Dinge sind und wir wissen gar nicht, warum wir es tun. Wir tun es oft für äußere Bestätigung. Das heißt, wenn wir abnehmen wollen, denken wir meistens als erstes, oh, wenn ich nur so aussehen könnte, oh, da würden mich alle angucken und meine Eltern, wenn ich da zu denen kommen würde, wieder nach 3 Monaten, die würden, oh, und diese ganzen Blicke und Anerkennung, die ich bekommen würde, das ist ein tief befriedigendes Gefühl, wenn wir extrinsisch motiviert sind. Und das ist aber kein tiefer Wert, der quasi unser U-Boot langsam in Bewegung setzen kann, weil das eine Oberfläche ist. Wir müssen also diese Aktivität mit einem tiefen Wert von innen, also einem Wert von uns verknüpfen. Warum tun wir es? Erst müssen wir unsere Werte entdecken, abkoppeln von äußeren Einflüssen, Werte entdecken. Ich habe diesen Wert. Ich habe den Wert, gesund zu leben. Das ist ein tiefer Wert für mich. Er ist wichtig. Und ich habe schon oft probiert, Dinge ausprobiert und ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, diese Lebensweise fühlt sich für mich stimmig und richtig an. Das ist unser Wert. Was kann ich an Aktivitäten tun, um diesen Wert zu entsprechen, um diesen Wert zu leben? Und wenn wir dann diese Aktivität wie dreimal die Woche Sport, ein konkreter Wert, eine konkrete Aktivität, diese Art von Sport dreimal die Woche ohne Ausnahme. Dann haben wir das verknüpft mit etwas, was uns wirklich bewegt, was tief in uns drin ist. Und dann ist es viel einfacher, über längere Zeit Dinge durchzuziehen. Und dann merkt auch unser U-Boot quasi, aha, da ist was dran, das funktioniert, das ist etwas, was man wirklich will. Und dann fährt es sozusagen mit. Und dann ist das alles im Einklang miteinander. Und jetzt denken vielleicht viele auch, ich weiß aber nicht richtig, was ich will. Ich habe ja schon mal gesagt, man kann sich ein bisschen abkoppeln von diesen äußeren Einflüssen, ein bisschen auf die Reise nach innen sich begeben. Wenn man nach Hause kommt, den PC anmacht, wenn man aufsteht und aufs Handy schaut, dann geht man arbeiten. Dann in der Pause isst man was und redet mit Kollegen oder guckt sich vielleicht irgendeine Zeitung an. Morgens sofort die Zeitung, einen Kaffee vielleicht. Abends Fernsehen. Nach dem Fernsehen schläft man vielleicht vorm Fernsehen ein, geht dann ins Bett. Morgens wacht man auf, tut wieder das Handy rausholen. Am Wochenende ist man nur mit Vergnügungen beschäftigt, Internet, was weiß ich. Wenn einem langweilig ist, liest man was oder guckt sich vielleicht sogar ein Porno an. Also man will also irgendwie stimuliert werden. Immer irgendetwas Input, 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 dass man sich ja nicht mit sich selbst beschäftigen will. Davon loskommen, sich hinsetzen und nichts tun. Rausgehen, spazieren. Das ist die eine Variante. Entdecken, was man wirklich will. Aber die zweite Variante ist, wenn wir, ja, denken, wir wollen etwas und es ist nicht wirklich das, was wir wollen. Es ist an uns herangetragen, da sind quasi noch Schichten um unser wahres Ich herum von äußeren Erwartungen und äußeren Dingen, die an uns herangetragen werden. Und wir erwarten dann, wir denken dann, das wäre etwas, was ich wirklich will. Dann probieren wir es aus und fallen wieder zurück. Es macht uns nicht glücklich, es verändert sich nicht, wir etablieren da keine neue Gewohnheit. Wir kommen also diesem Ziel nicht näher, weil es nicht tief verwurzelt ist. Und dann fallen wir wieder zurück und merken, aha, das war doch nicht das, was ich wirklich wollte. Dann begibt man sich auf die nächste Reise und quasi diese Schichten um das Wahre, diese äußeren Schichten, die fallen dann mal für mal ab. Das heißt, man kann jetzt nicht, wenn man sich noch nie wirklich mit sich selbst beschäftigt hat und völlig von außen motiviert ist, man kann sich da nicht hinsetzen, 2 Wochen, und einfach mal nichts tun und dann erwarten, dass man sofort weiß, was man in seinem tiefsten Inneren will, sondern man muss auch den Prozess akzeptieren, dass einfach man immer mal wieder quasi den Fehler macht, dass man etwas
dass man etwas anstrebt, was man gar nicht wirklich will. Aber dadurch, das ist der Prozess, der dann dazu führt, dass man weiß, was man will. Also nicht sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, sondern daraus lernen und den Unterschied erkennen zwischen dem, was ich wirklich will und das, was ich will, von innen nach außen und nicht das, was andere wollen. Oh, wenn ich das mache, dann kriege ich die Anerkennung, da habe ich so viel Geld und dann kann ich das und das mit dem Geld machen und dann ist alles einfacher. Falscher Ansatz. Von innen nach außen leben. Erst innerlich arbeiten. Erst kommt der persönliche Erfolg mit dir selbst allein und dann kommt der öffentliche Erfolg. Wenn man das versteht, dann ist es viel einfacher, aus einem Fehler zu lernen. Es gibt keine Fehler. Man lernt daraus. Es gibt auch keine Probleme. Man lernt daraus. Man muss nur die richtige Abgabelung nach diesem Fehler nehmen und nicht versuchen, diesen Fehler danach noch zu rechtfertigen oder diesen Fehler nicht zu akzeptieren und daraus zu lernen. Viele Leute werden ja dann noch verbissener, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn andere wenn man zum Beispiel versucht hat, sportlich aktiver zu sein und man ist viele Male gescheitert und hat danach immer wieder zugenommen zum Beispiel oder irgendeine Ernährung umzustellen oder auch in Beziehungen mit Partnern, irgendwas. Also es ist auf alles anwendbar. Dann tut man irgendwann, wenn man daraus nicht lernt, wenn man im falschen Paradigma ist, wenn man das nicht versteht und daraus nicht lernt und den Ansatz ändert, sondern immer wieder versucht, irgendwann gibt man auf. Und gibt dann anderen die Schuld und verurteilt die Leute, die es geschafft haben. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel einen sieht, der es schafft im näheren Verwandtenkreis oder auch woanders, dann rationalisiert man, dann wird man so zum Facebook-Hater. Ach, der hat bestimmt was genommen oder das kann auch gar nicht funktionieren. Oder wenn ein anderer, wenn man versucht hat, immer viel Geld zu haben und jemand anders ist glücklich mit wenig Geld. Und dann sagt man, dann tut man diesen Menschen quasi dafür verurteilen, dass er etwas erreicht hat, was man selbst nicht erreicht hat, weil man selbst diese Gründe für das Versagen im Äußeren sucht. Das heißt, man tut sich quasi seine Situation schön rationalisieren, indem man andere verurteilt. Und das andere Verurteilen ist immer der falsche Weg. Andere verurteilen ist immer negative Energie in einem selbst. Sie hilft einem nicht weiter. Und man selbst sollte erstmal mit sich ins Reine kommen, mit sich glücklich sein, nicht auf andere Menschen so arg schauen. Dieser Groll ist der falsche Weg. Und dann kann man das Innere nach außen projizieren und anderen Menschen helfen. Und dann etabliert sich das, was man innen erarbeitet hat, in der äußeren Welt. Und nicht umgekehrt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen klar formulieren und ihr wisst, was ich damit meine. Und ich hoffe, ihr geht das nächste Mal, wenn ihr was machen wollt, die ganze Sache anders an und verankert das, was ihr tun wollt, mit einem tiefen Wert. Bis zum nächsten Video. Ciao.